Oha, ein Bär. Das, ich bin zu viel gerannt. Ach, Wichser. Jetzt der Kojot auf der Flucht. War nicht drauf. Wenn ich gerannt bin. Ja, Duisburg geht auch runter, genau. Duisburg geht auch runter. Ist schon krass. Warum geht er denn jedes Mal hier? Ich sag mal gute Nacht, bis dann denn. Chris, mein Lieber, ich wünsch dir was. Boah, die erkennen einen aber schon aus ganz schön weiter Entfernung, ne? Und dann, wie der Wind steht, ne? Und wie laut du bist. Scheiße. Ja, wenn der Wind jetzt in diese Richtung geht, dann ist scheiße, ja. Das scheint gerade so gut. Oh, da hinten. Sag mal, ob er dir pfeift. Nee. Nee? Ich habe auf dich geschossen. Auf mich? Echt? Also, ja, also deine Richtung auf jeden Fall. Ja, jetzt. Dauert ein bisschen, 2 Kilometer weg, warte. Kommt gleich Klack, an. Gut. Klack, Headshot. Hä? Okay, was sind eigentlich? Was sind das? Sind das Schafe? Nee, Schafe wohl nicht, ne? Aha. Zwischen so ein Reh. Ja, Roselle Welt, keine Ahnung. Scheiße. Kein Organ getroffen. Ey, der war voll nah gewesen. Aber hier ist ganz gut, weil wenn die weglaufen, siehst du die eigentlich, wo sie hinlaufen, dann bleiben sie irgendwann stehen. Was geht eigentlich? Na gut, der bleibt nicht stehen. Noch nicht einmal einen Kojote gesehen. Hm? Ein Kojote noch nie gesehen.
die sind auch schwer zu sehen, weil die so klein sind. Ja, das will ich nur rumbellen hier, aber... Wenn du einen Bellen hörst, dann gehst du ganz langsam in die Richtung. Ja, das versuche ich die ganze Zeit, aber dann irgendwann zeigt mir wieder ein anderes Tier an. Hm. Na, den kannst du ja auch mit einem Schuss, ne? Ja. Das heißt hier bei uns auch ganz oft, dass es einmal mal so meistens montags und dann hörst du mal drei Schüsse hintereinander aus dem Elm. Okay. Und sie machen wie so eine Explosion. Und dann hast du auch wirklich so 30, 40 Minuten Ruhe und dann knallt es wieder. Komisch. Vielleicht Wildschwein oder so. Ja, oder unten liegt der, pennt der? Der pennt nicht, bewegt sich. Kojote Warnruf. Hier ist ein Schwarzbär. Das ist doch der Bär, oder? Ja, da sitzt er, wie so ein Panda. Und ruhig, extrem leicht steht er.
Was ist doof, wenn du im Gras liegst? Dann siehst du nicht gut. Siehst du ihn nicht gut? Nee, ich bin vielleicht 20 Meter von ihm nur weg. Hock dich hin. Scheiße. Ein bisschen anders gehen. Zweimal habe ich den gekriegt. Und einmal hat er mich gekriegt. Mhm. Blutungsgrad Mittel. Was? Blutungsgrad vom Bär ist Mittel. Das war schon gut. Verfolgt ihn. Ja. Und der hat gekackt beim Wegrennen. Oh, da liegt er. Da siehst du. Oh ja. Wenn mich jetzt noch einmal jemand angreift, bin ich auch hin. Ja, schlecht. Weiblich. Ja, danke, danke. Der erste Bär. Wo kann ich zu der Hütte gehen, wegen Medikit vielleicht auch? Ja, musst du beim Shop machen. Musst du Haus auf der Map aufsuchen. Oh. Wer folgt das Tier schon? Ach so, da wo. Ah. Ah, du kannst sie auch wieder. Okay. Was ist das? Ach so. Über die gelbe Linie können wir nicht rübergehen, ne? Ach so, da, das sind die Gebiete. Okay, jetzt verstehe ich. Dann kannst du rübergehen. Naja, wenn ich rein scrolle, dann verändert sich das Ding. Ich dachte vorhin nämlich erst am Anfang, das ist nur dieses Gelbe. Das Eingerahmte. Also es ist ja noch viel größer, als ich dachte. Was? Denn es ist ja noch viel größer, als ich dachte. Ja.